Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf dem George-Schrott-Platz. Und nachdem in der letzten Folge der Titel abgestürzt ist, kann ich sagen, es lag gar nicht an Fallout 76. Es lag vielmehr an einem Update zu Fallout Shelter. Das lief nämlich, nachdem ich den Rechner dann schließlich doch kalt starten musste. Da wurde erstmal Fallout Shelter irgendwie geupdatet. Also so wird das wohl das Problem gewesen sein. Und wir sind am Schrottplatz, hier am George-Schrottplatz und dürfen wahrscheinlich dann nochmal irgendwie alles neu bauen. Ja, so wie wir es kennen. Ganz schön langsam, hm? Ja, etwas überladen sind wir natürlich. Aha. Was versucht uns denn? Ach du? Keine Maulwurfs-Red-Card-Kalake hier, okay. Wir bekommen ja gar keine Baupläne mehr hier raus. Wir haben doch sonst immer Mods. Ah, da freigeschaltet. Stabilisierter großer Kolben, ich wollte schon sagen. Na, habe ich ja fast auch gesagt. So. Da können wir uns doch wieder bewegen. Nein. Ich wundere mich gerade ein wenig, denn es kommt mir so vor, als würde hier alles so ein bisschen verschwommen aussehen. Die Schrift und so. Ja. Oder meine Augen sind beschlagen. Oh, nur eine leere Flasche da drin. Kein Rezept. Keine Würstchen. Wer schießt denn und worauf schießt er? Den haben wir aber in der letzten Folge hier drüben erwischt, dachte ich. Im Bad war er doch. Oh, und keine Haarklammer diesmal für uns. Dann nehmen wir diesen Schrottplatz in Anspruch. Wir werden immer überladener. Wir wollten noch was tun dagegen. Wir haben schon so viel gebaut. Und trotzdem werden wir unser Zeug nicht los. Ja. Mal sehen, was für einen Bauplan wir diesmal bekommen.
Aha. Stufenaufstieg und... Hightech-Tische. Na, ich glaube, den hatten wir auch schon im Bauplan. Und ein Level-Up. Wow, Stufe 44. Ja, die hat, glaube ich, noch keiner erreicht bisher. Dürfen wir alles wieder aufbauen? Einmal, bitte. Wir gucken erstmal, ob wir hier vorne eine Gasmaske oder die Brille da auf dem Stuhl liegen haben. Geh die ab. Uah, geh die ab, Buttercup, das wissen wir doch mittlerweile, dass die da ist. Geh die ab, Buttercup war nicht da und auf dem Stuhl ist diesmal auch nichts. Aha. Oh, eine Zigarette. Eine Zigarette, ja. So eine kleine Red Kakerlake. Ja, dann stellen wir unsere Sachen halt wieder auf. Boss. So viele Blutpakete für uns. Oh, leider sind sie schon alle hintereinander hinüber. Schön in einer Reihe hier. Oh, die zuckt noch. Ja, hilft ja alles nichts. Nochmal aufbauen. Wir sehen es positiv und... Oh, das ging aber schnell diesmal. Ja, wir sehen es eben positiv und hoffen, dass wir dadurch immer schöne neue Ressourcen bekommen. Aber vielleicht Baupläne vor allem. Ressourcen ja wohl weniger. Gelagert ist hier was? Budget ist ja schon, da steht ja schon was scheinbar. Ja, vielleicht die Power-Rüstungsstation. Ach so, wir brauchen die Blaupausen, meine ich. Ah, da fehlen uns. Wilde Brombeeren fehlen uns. Ja, aber vielleicht können wir doch dieses eine Haus hier mal hinstellen. Das hier nicht. Das hier hätten wir ganz gerne. Nee, das lässt sich irgendwie nicht mehr stellen hier. Ich habe genau gesehen, dass sich hier hinten irgendwie was bewegt hat. Wo ist der andere hin? Ist doch noch einer. Ach nö, das war's. Na, bekommen wir noch einen Bauplan? Ich hätte gerne den Fusionsgenerator endlich.
Nein, die Tischlampen haben wir schon zum dritten Mal bekommen. So ungefähr. Versuchen wir das nochmal hinzustellen. Braucht eine Unterlage, warum? Aber, ja okay, Überschneidung mit bestehendem Objekt kann ich verstehen, aber warum braucht es denn eine Unterlage? Das hat doch alles, bringt doch alles mit. So ein kleines Häuschen, das muss ich doch stellen lassen. Na egal. Ernten wir erstmal. Wir gehen zum Camp, ernten da auch nochmal und dann gucken wir, ob wir den Garten hier oben wieder aufbauen können. Ja, können wir, haben wir ausprobiert. Das funktioniert. Vielleicht sollten wir da noch ein Häuschen dranhängen. An die Blaupause, wobei, ach ja, wenn sie funktionieren, dann halten wir uns damit lieber zurück und beanspruchen die Blaupausen nicht zu sehr. Ah, wir können bestimmt Wasser hier rausholen. Ah, dir fehlen die erforderlichen Teile, um Brombeere zu reparieren. Die ist kaputt. Schön. Auch kaputt. Alles kaputt. Ja, interessant. Ja, und wer hat denn das kaputt gemacht? Hier standen doch auch mehr Generatoren. Die sind ja alle kaputt. Wieso? Wir kommen rein und unsere Sachen sind kaputt. Ja. Ja, da funktioniert's wieder. Wie sieht's aus mit dem Bauplatz hier? Scheint immer noch an der gleichen Stelle zu sein alles. Okay. Ja, ich dachte, weil unser Camp, das stand ja hier mal in der Mitte. Jetzt haben wir es zur Seite gestellt, aber da ist es dann immer noch alles gleich mit dem Bauplatz. Haben wir denn keinen Schnaps gefunden für uns? Whisky. Brombeeren. Finden wir hier keine Brombeeren in der Nähe? Ja, dann können wir den Garten nämlich gar nicht aufbauen. Oh, dann stellen wir erstmal ein anderes Häuschen hier hin. Das wäre richtig gut, wenn das gehen würde hier.
Na schön, versuchen wir das mal hier aufzubauen. Nein. Braucht eine Unterlage. Ja, schön, schön, schön. Dann bauen wir eben was anderes hier. Das hier. Ja, da haben wir doch auch alles drin, was wir brauchen. Das heißt, wo ist denn der Kochtopf hier? Und wo sind die Betten? Oh, das können wir. Den Kochherd können wir noch gar nicht bauen. Na, dann möchte ich auch nicht. Köterkeulen, genau, davon hatten wir doch einige. So. Zum Abschluss der Folge köcheln wir hier noch etwas. Ja, heute kamen ja sowieso zwei Folgen. Und damit sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.